Hallo und guten Tag. Hallo. Ja, wir sind hier in Goslar auf dem Schützenplatz und heute ist der 28.06.2020. Das stimmt überhaupt gar nicht. Es ist der 8.06. Weil am 28.06. geht es nämlich los. Genau, bis vollkommen richtig. Bis zum 7.07. Genau, richtig. Ja. Fehler meinerseits. Wir haben so 20 Minuten nach 13 Uhr. Ja, und dann wollen wir jetzt mal über den Platz gehen und uns von den Aufbauarbeiten überraschen lassen. Als wir hierher fuhren, da schlug unser Herz schon gleich höher, weil die sind hier schon mit dem Riesenrad so weit. Und erstaunlicherweise war es auch echt schwierig, einen Parkplatz zu bekommen. Es ist rundherum alles gesäumt mit Autos. Ja. Warum auch immer. So. Vorfreude vielleicht. Genau. Los geht's. Aus lauter Vorfreude packen die schon alles zu. Ja, frage ich mir auch, was bei ihr gleich bedeutet. Die Schaustellerfamilie findet sich so langsam ein hier. Ja. Es ist erstaunlich. Also die, die jetzt da sind, die haben ja eigentlich noch ziemlich viel Zeit. Es sind ja 20 Tage. Ja. Und je weiter es an diesen Tag rangeht, der Eröffnung, umso mehr kommen ja. Also was das für ein Druck ist, das jedes Mal pünktlich zu schaffen, ne? Naja, die sind natürlich auch auf anderen Festen. Ja, klar. Und die nehmen natürlich maximal alles mit. Mhm. Und dann irgendwann ist dann Schicht im Schacht, ich sag mal sonntags oder so. Und dann heißt es Rabotti einpacken und dann hierher und dann wieder auspacken. Sehen wir uns das mal an. Das sind irgendwelche Gondeln da auf dem Fahrzeug. Übrigens, dieses Video bekommt ihr in zwei verschiedenen Ausführungen. Zum einen für die Leute, die normale Rechner haben. Die haben dann so, ja, wie soll man sagen, ein ganz normales Video. Und die, die mehr unter der Haube haben, für die bringen wir ein 360-Grad-Video. Ja. Ihr seht das an welchem Zeichen? Ja, da gibt es dann links oben so eine kleine runde Scheibe mit Pfeilen drin und da kann man dann hin und her schwenken. Mhm. Man kann das aber auch einfach ins Video reinklicken und sich dann hin und her schieben. So mit der Maus, ja? Genau. Versucht das, wenn ihr dieses kleine Zeichen oben links in der Ecke habt, dann habt ihr das 360-Grad-Video. Ja. Wir schreiben es auch unten in den Text rein und probiert das einfach mal aus. Ihr könnt nämlich selber entscheiden, was ihr dann sehen möchtet. Mal ein Päuschen. Ja, muss sein. Ne? Ist Mittagszeit. Siesta. So noch. Ja. Was haben wir hier denn Schönes? Was wird denn das hier eigentlich? Das ist Riesenrad und das sind die Gondeln vom Riesenrad. Ja, genau. Das Silber sieht ja aus wie kleine Schalen. Glitzer, Glitzer, yes. Weißt du, was ich gehört habe oder gelesen? Dass nur ein kleiner Prozentsatz Menschen in der Lage ist, sich an einen Geruch zu erinnern, sodass er ihn im Augenblick seiner Erinnerung tatsächlich auch wieder riechen kann. Also ich dachte immer, das sei normal und das könne jeder. Erstaunlich. Ja. Könnt ihr diesen Geruch, diesen typischen Schützenfestgeruch, habt ihr den wieder in der Nase, im Kopf? Ja, habe ich. Ja, ich auch. Mhm. So eine Mischung aus Bratapfel, Bratwurst, Bratapfel und dann die ganzen Süßigkeiten. Und wenn man dann Waffeln. Vor uns Waffeln und dann ist ja dieses wie Eukalyptus und so. Brezeln. Ja. Ja, diese Kräuterbonbons, ne? Ja, genau. Aber die, ich glaube, die schummeln auch ein bisschen. Die haben, glaube ich, unter ihren Tresen haben die so ein Püster drin, wo dann dieses Aroma dann einfach so ein bisschen rausgeblasen wird, damit man das von Weitem schon riecht. Ja. Das hier könnte das zur Festhalle gehören? Ja, ich nehme, das sieht so ein bisschen aus nach dem Boden, ne? Und da hat man was eingefasst in einen Sichtschutzwall. Ja, vielleicht privat oder so. Ja. Siehst du, da sieht man, da sind die Platten schon. Da kommt die Festhalle hin. Weißt du, was ja cool wäre? Ja. Vielleicht auch mal eine Idee für die Schützenfest-Community, für die Familie.
wenn die so einen Innenbereich hätten, wo die Kinder immer spielen können. Die haben ja auch Kinder, die Leute. Ja, wo sie vielleicht so Planschbecken aufbauen und so einen Sandhaufen, dass sie da dran spielen können. Und dann eben so eingefasst, ja, dass nicht die Besucher hier der Meinung sind, dass es für jeden. Ja, da sieht man es. Mal stopp. Ah, hier geht's los. Ja, ja. Wollen wir da mal näher rangehen? Komm mal. Da werden die. Ist doch für uns, wir sehen es ja besser als ihr. Gehen wir mal näher ran. Die Bodenplatten werden dann da in Position gebracht und ausgerichtet. Das haben wir doch jetzt lange vermisst. Ja. Jo, weiter. Ja. Oh, der erste Toilettenwagen ist schon da. Ja. Das ist ja auch gut, dass jetzt die Leute, die hier schon sind, eine Toilette zur Verfügung haben. Hier, das finde ich auch total toll, ja? Wenn du, komm mal näher. Also, die leben da ja die ganze Zeit drin, ne? Ja. Und die können, wenn sie dann stehen, können sie sich einen Wohnbereich aus diesem eigentlichen Wohnwagen, die können das noch rausschieben, ja, und dann haben die innen drin mehr Wohnfläche. Ja. Und die sind hochkomfortabel gemacht. Ja. Ja, also die sind richtig schön. Ja. Aber die kosten eine Menge. Ich habe das mal gesehen, die haben das mal im Fernsehen gezeigt. Da war wohl diese Caravan oder wie auch immer diese Messe heißt. Da wird der ja schwindelig. Um an sowas hier teilnehmen zu können, als jemand mit so einem eigenen Fahrgeschäft, einer Bude und solchen Wagen hier. Ja, die haben ja auch meistens große Autos, weil die auch ganz schön Gewichte ziehen müssen, ja. Das musst du dir erstmal aufbauen über Jahre hinweg, ja. Ja. Was du da das Geld immer zusammenhalten musst, damit du dir das eines Tages da mal leisten kannst, ja. Ja. Der Vorlauf ist enorm. Ja, kann man doch nur den Hut ziehen davor, wenn die das dann irgendwann haben, weißt du, und dann hast du ein Fahrgeschäft und das kommt dann aus der Zeit und dann brauchst du wieder Neues. Ja. Schrecklich, immer dieses Zusammensammeln von Kleingeld und es hochzüchten. Also da hinten, glaube ich, brauchen wir nicht hingehen. Da ist noch nicht viel zu sehen. Man wohnt dort. Ja, und dann stehen da hinten zwei Anhänger. Das eine sieht nach Süßis aus. Ja. Dann können wir hier mal hochgehen nochmal. Sofern wir da durchkommen. So, aber hier können wir schon mal sehen, hier sind Zeichnungen vorgenommen worden. Wie denn nachher die Laufbahn sein soll. Kann man das sehen? Da ist ein Pfeil hier einmal rum. Naja. Früher hat man da ja einfach nur so ein Quadrat gehabt, ne, wie man lief. Und das ist aber so besser, weil man bekommt so mehr Angebote untergebracht. Ob sich die Menschen an die Pfeile halten mit der Laufrichtung? Das werden sie nachher müssen, weil es wird ihnen einen Laufgang gebaut. Und da werden sie sich dran halten müssen. Guten Appetit. Ja. Haben Sie schön gemacht. Guck mal hier, was ich gesagt habe. So ein Planschbecken, ne? Schöne Sache. Ja. Und so eine Sitzecke. Ja. Eine Außenküche haben sich da hingestellt. Ja. Auch ein richtig tolle Anhänger. Dreifache Auszüge.
Ja, die haben vor einer Woche, zwei, hatten sie berichtet im Fernsehen, dass die Volks- und Schützenfeste in diesem Jahr, also jetzt bis jetzt sehr gute Besucherzahlen verzeichnen können. Das ist toll. Und gute Umsätze, was sie natürlich auch unheimlich brauchen, weil wir haben ja alle noch die Spätfolgen von Corona. Weißt du, eigentlich alle Löcher gerissen wurden. Alle Menschen haben da noch gewisse Probleme. Dann kamen die Energiekosten, die Inflation, ja. Also so richtig dicke sitzt ja niemand auf dem Geld. Aber Leute, Geld ist nicht alles. Denkt auch an die Lebensqualität. Ja, Lebensqualität, Zeit. Und nutzt das. Genießt das. Geht hin. Ja, so oft ihr könnt. Nehmt das einfach mit, taucht ein in diese Welt. Ja, vor uns sieht man schon die ersten Teile Waggons vom Breakdancer. Der darf natürlich nicht fehlen. Alles noch gut verschnürt. Ja. Das wird riesig wieder. Ja. Ich muss glatt mal nachsehen, ob es zum Vorjahr Veränderungen geben wird. Muss ich mal gucken, ob ich da was finde. Wo war denn der Schack und Roll, wo ich mich letztes Jahr mein Elend gestürzt habe? Geradeaus. Wo mir fast die Zähne übers Fahr geradeaus war das Geschäft da gerutscht sind. Was? Wo? Geradeaus. Da? Ja, ja, da war das. Das war der Hammer, Leute. Ja, ja. Also für diejenigen, die meinen, es kann sie nichts mehr vom Stuhl reißen, dann macht das. Ja. Ja, ich glaube, mehr gibt's heute hier nicht zu sehen. Ja, ich bin wieder entzückt von dem Riesenrad. Ja. Wir werden die Tage das hier alles verfolgen, nochmal vorbeikommen immer wieder und alles das hier euch zeigen. Genau. Countdown läuft 20 Tage. So. Dann sagen wir jetzt Winke, Winke. Tschüss. Tschüss.